Tag und Nacht im Tierpark Hagenbeck. Der erste Zoo ohne Gitter. Die Flugschau der Aras. Hat die Mähnenrobbe noch alle Zähne? Der Zootierarzt bei den Tigern. Das Elefantenbaby. Und in Swissmade Knies Kinderzoo in Rapperswil. Eingebettet in eine prachtvolle Parkanlage, möglichst in freier Natur, ohne Gitter. So werden seit bald 100 Jahren die Tiere bei Hagenbeck in Hamburg dem Besucher präsentiert. Die Eisbären sind in einem der berühmten Panoramen, dem Eismeer, zu Hause. Nur durch steile Felsen und einen Wassergraben von den Besuchern getrennt. Die Löwen residieren in der Löwenschlucht, im Afrika-Panorama. Erfinder der ersten gitterlosen Raubtieranlagen der Welt und Begründer des Tierparks war Karl Hagenbeck. Die revolutionären Panoramen mit ihren exotischen Tieren zogen zu Zeiten an Wochenenden bis zu 100.000 Besucher an. Es kamen nicht nur gewöhnliche Sterbliche, sondern auch Kaiser Wilhelm II. Oder etwa aus Amerika der Erfinder der Glühbirne. Diese Panoramen waren ja eine völlig neue Art der zur Schaustellung der Tiere. Und der berühmte amerikanische Erfinder Thomas Alva Edison, der meinen Urgroßvater besucht hat, hat gesagt, the animals are not in a cage, they are on stage. Und das ist es eben. Karl Hagenbeck brachte Tiere nicht nur in seinem berühmten Tierpark on stage, auf die Bühne, sondern sein Name stand auch für das damals weltweit berühmteste Zirkusunternehmen, das fast rund um den Erdball gastierte. Basis dazu war der Tierhandel. Karl Hagenbeck war der größte Tierhändler Europas. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts sind Tiere über den Seeweg nach Hamburg zu Hagenbeck gekommen. Heute ist die traditionsreiche Familie nur noch im Tierpark engagiert. Allerdings ohne den Hafen wäre auch dieser wahrscheinlich nie entstanden. Ursprünglich im Fischhandel engagiert, kauften die Vorfahren von Klaus Hagenbeck Fischern und Seefahrern exotische Tiere ab. Später schickte man eigene Einkäufer, vor allem nach Afrika. Es waren natürlich nicht Tagesreisen, sondern es waren Wochen und Monate, dass die Einkäufer nach Afrika fuhren und dort Tiere gefangen haben oder auch nur gekauft haben von den Eingeborenen und dann über tagelange Fußmärsche bis zur nächsten Hafenstadt. Von dort dann aufs Schiff, zum Teil eben direkt nach Hamburg, vieles über London, manches auch nach Triest und dann später mit der Eisenbahn, als es ein Eisenbahnnetz gab, nach Hamburg. Die meisten Zoos und Zirkusse der Welt entstanden zwischen 1850 und 1910. Sie alle brauchten Tiere. Am besten paarweise, um einen eigenen Tierbestand aufzubauen. Am neuen Pferdemarkt eröffnete Karl Hagenbeck 1874 seinen ersten eigenen Tierpark. Hier wurde auch die sogenannte zahme Dressur entwickelt. Der Dompteur war nicht mehr ein rücksichtsloser Tierschinder, sondern ein Lehrmeister, der es gut mit seinen Tieren meint. Sie lobt, wo sie es verdienen, und sie tadelt, wo es angebracht ist. Thorsten Körmann arbeitet seit 35 Jahren im Tierpark Hagenbeck. Ihm obliegt die Ausbildung der Elefanten und ihrer Tierpfleger. Halt fest! Ja, Schulter! Halt fest! Baby, komm hier! Nee, verkehrt, durch die Tür! Komm hier, vorwärts! Komm hier, vorwärts! Komm. Tägliches Training, Dressur, wird auch heute noch bei Hagenbeck großgeschrieben. Es erleichtert unter anderem die Pflege, so ist man überzeugt. Ein Jahr Zusatzausbildung muss jeder Tierpfleger machen, der wie Pia Waltschok bei den Elefanten arbeiten will. Was machst du jetzt, wenn Corny hier dichter rankommt? Dann schicke ich sie
weg, aber auch nicht zu weit weg, weil Mogli da steht. Warum musst du die wegschicken? Wichtig, jeder Tierpfleger muss jedes Tier genau kennen und die Kommandos müssen möglichst identisch sein. Wenn ich dieses Tier von 4 Tonnen Gewicht etwas abverlange, ein Kommando gebe, dann möchte ich auch gerne, dass dieser Elefant dieses Kommando sofort da und dann ausführt. Das ist eine Geschichte, die muss so sein. Weil der Elefant kann ganz schnell Unterschiede machen, wie der eine oder andere das abfragt, ob er sein Bein, wie hoch er es hebt. Und da fängt es schon an. Und das sind aber ganz kleine Dinge und die muss man sehen. Zentral ist Disziplin. Vorwärts jetzt. Auf den Berg. Vorwärts. Ganz auf den Berg. Auf den Berg, nicht durch das Loch. Kommando ist Kommando. Auf dem Kompass. Da fällt doch mal ein härteres Wort vom Mann, der seine Tiere sehr genau kennt. Halt mal an, die muss mal pischern. Oh, deine Pischi! Pisch. Na, fest dir die Dicke. Pischi. Moin, wie soll der, ne? Pisch. Ein harter Ton, sag ich mal, in so einem, auch mit schweren Tieren. Das ist ein rauer Umgang. Da fallen auch mal härtere Worte, aber es ist letztendlich wie bei anderen Tieren auch. In einer guten Reitschule ist das genauso. Das erfordert Disziplin. Und wenn ich merke, ein Mitarbeiter arbeitet nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann kriegt er mal kurz mal, ich sag mal, einen Kursus verpasst. Damit er auch weiß, er hat das anders zu machen. Weil meistens macht der Mensch die Fehler und nicht das Tier. Das weiß Thorsten Körmann seit seiner frühesten Kindheit. Schon sein Vater, Großvater und Urgroßvater haben bei Hagenbeck gearbeitet. Den Umgang mit Tieren hat Klein Thorsten hautnah von seinem Vater erlernt, der die Dressurschule bei Hagenbeck geleitet hat, die bis 1956 fester Bestandteil des Tierparks war. Dort war Thorsten nicht nur im Hintergrund aktiv, sondern ist auch immer wieder aufgetreten, natürlich auch mit Elefanten. Sei da Ju. Heute profitiert nicht nur Pia Waltschok von seinem reichen Erfahrungsschatz. Sally, sei da. So, brav. Brav, sei da. Ho, ho. Sei da. Ho, Sally. Sally, sei da. Ist das gemerkt, wie das funktioniert? Ja, hab ich. Du musst ein bisschen spielen mit deiner Stimme, dann geht das auch ein bisschen brav, besser. Sei da. So ist es so. Brav. Und bringen Sie vorsichtig wieder da vorne, wo sie hingehört. Alles klar. Ohne dass die Korni graben nagelt. Sei da vorwärts. Komm hier. Komm schön hier. Tägliches Training, so ist man bei Hagenbeck überzeugt, bringt auch die notwendige Abwechslung in den Alltag der Tiere. Dirk Stutzki ist Chef im Eismeer. Zweimal in der Woche kommt tiefgefrorenes und somit parasitenfreies Futter. Die Eisbärenkäfige sind eng, allerdings sind die Tiere oft fast rund um die Uhr draußen. Klein Victoria ist 7 Monate alt. Sie wurde in Hamburg geboren. Ihre Mutter Fanny kommt ursprünglich aus Köln. Der direkte Kontakt mit Raubtieren ist in allen Zoos tabu. Eisbären sind besonders gefährlich. Eisbären sind so gefährlich, weil man denen nicht ansieht, was in dem Moment in denen vorgeht. Alle anderen Tiere oder viele andere Tiere, die drohen vorher, die haben ein Drohverhalten. Und Eisbären haben dieses Drohverhalten eben nicht. Die sehen so niedlich aus, wie sie aussehen, sehen sie auch aus, kurz bevor sie angreifen. Die sehen einfach immer niedlich aus, bis sie die Zähne fletschen. Aber dann ist es schon zu spät, dann kommt man nicht mehr weg. Und das liegt eben daran, Eisbären sind nun mal Einzelgänger an ihrem Leben, haben von daher kaum ein Sozialverhalten nötig, außer geh weg hier, das ist mein Bereich. Und alle anderen Tiere, die so in Gruppen leben, Robben, Affen, was weiß ich, da kann man das schon vorher sehen, weil die eben vom Sozialverhalten, die müssen eben zusammenleben. Und deswegen bildet sich da auch ein Sozialverhalten heraus und deswegen haben die auch ein Drohverhalten. Und den sieht man auch an, wenn denen irgendwas nicht passt. Auch im Eismeer wird das Training großgeschrieben. Ah, hallo, dann komm mal mit, komm mal mit hier. Ja, komm mal hier, was ist denn los? Komm mal hier ran. Mähnenrobben sind vergleichsweise leicht zu handeln. Brav, so ist fein brav. Nee, so ist fein. Ja. Gutes, häufiges Training erleichtert auch regelmäßig notwendige medizinische Abklärungen. Ne, die Zähne nachgucken hier. Ja, ob da alles in Ordnung ist. Alles. Sind alle noch da? Ja, sind die alle noch da? Ja. Brav, fein brav.
Nee. Oh, guck mal, wer da ist. Nora ist auch da. Ah, bitte. Ja, gut. Fein, brav. Nochmal, bitte hinlegen, down. Besonders wichtig für allfällig notwendige Behandlungen ist, dass sich die Tiere richtig entspannt hinlegen. Ja, siehst du, da kann man hier den ganzen Bauch angucken, wenn da Wunden sind, die versorgen, weil die haben eben manchmal Streit. Oder hier auch hinten aus der Flosse, irgendwann mal, wenn wir soweit sind, Blut entnehmen. Weil das macht man bei Robben ganz gerne hier hinten aus der Flosse. Und wenn das Tier eben so schön ruhig liegen bleibt, kann man das auch machen, ne? Ja, das Auge nachgucken, ne? Brav! Ja, hast du doch noch Lust gehabt? Hast du doch noch Lust gehabt? Zoo-Arzt Dr. Pflüger ist heute mit dem Blasrohr unterwegs. Als erste stehen die Amur-Tiger auf dem Programm. Einmal im Jahr müssen sie gegen Katzenseuche geimpft werden, die über den Speichel von streunenden Katzen eingeschleppt werden kann. Dazu kommt die ebenfalls einmal jährlich zu verabreichende Tollwutimpfung. Dr. Pflüger kennt seine Tiere sehr genau und weiß, dass es gilt, möglichst rasch den richtigen Punkt zu treffen. Naja, das sollte schon so sein, dass so ein Blasrohrschuss nicht irgendwo hingeht. So ein Tiger ist ja ziemlich groß, das wäre relativ leicht, sondern man möchte versuchen, und das tut man in der Regel auch, eine Muskelpartie zu treffen. So wie wenn wir auch zum Arzt gehen und eine Impfung bekommen, dann ist das ja auch entweder in den Oberarm oder in den Po. Und so ähnlich ist das beim Tiger auch. Keine leichte Aufgabe, denn die meisten Tiere erwarten den Zooarzt nicht mit Freude. Hallo Tiger. Ist ja fein, ist ja alles gut. Katzenseuche erledigt. Fehlt noch die Tollwut. Ja, du magst das nicht, ich weiß das. Fertig. Brauchst du nicht mehr aufzuregen. Giraffen sind zwar auch neugierig, aber grundsätzlich sehr scheue Tiere. Rothschild-Giraffen können über 5,5 Meter groß und bis zu 1800 Kilogramm schwer werden. In Hamburg werden die Giraffen in einem Gemeinschaftsgehege zusammen mit Springböcken, Helmperlhühnern, Nilgänsen und diesen Kudus gehalten. Gemeinschaftsgehege sind aus zwei Gründen für Zoos interessant. Das macht man in Zoos häufig mit den Gemeinschaftsgehegen. Das ist einmal schöner für das Auge des Betrachters, dass die Tiere nicht einzeln in Gehegen sind. Und das zweite ist, dass es auch der Natur mehr empfunden ist, weil man eben Tiere dann zusammenhält, die auch in der Natur untereinander zusammenleben. Kuriosität bei den Giraffen? Die Giraffen haben eine schön lange Zunge. Ja, die brauchen die natürlich auch, um die Blätter aus den Bäumen zu greifen. Die ist ca. 45 cm lang. Und damit greifen die nicht nur die Pflanzen von den Bäumen oder die Blätter von den Bäumen, sondern damit machen die sich zum Beispiel auch die Nase oder die Augen sauber. Das macht die Giraffe mit der Zunge. Die Giraffen bei Hagenbeck stammen wie praktisch alle Tiere hier aus Zoos. Zootiere werden heutzutage nicht mehr gekauft oder verkauft, sondern werden im Rahmen von Erhaltungszuchtprogrammen ausgetauscht. Der junge Taribo zum Beispiel kommt nächstens nach Rom. Der Nachwuchs im Elefantenstall bleibt die nächsten Jahre sicherlich noch in Hamburg. Das Baby ist 3 Monate alt und vorläufig noch namenlos. Neben der üblichen Morgentoilette ist heute auch Pediküre angesagt. Die Elefantennägel müssen regelmäßig kontrolliert, geschliffen
und allenfalls auch ausgeschabt werden. Ja, das ganze Schwarze, ne, das muss runter. Elefantenkuh Mowgli hat ein Problem. Das ist halt so, diese Elefantenfüße sind sehr empfindlich und wir müssen aufpassen, dass sich da keine Entzündungen drin festsetzen, wenn da Steinchen oder so drin sind. Man konnte das hier eben schön sehen. Da war also so ein schwarzer Bereich und der muss dann ganz vorsichtig oberflächlich abgetragen werden, weil das Schwarze ist eben Todesgewebe. Und man muss dabei aufpassen, dass man die tiefer liegenden Schichten nicht verletzt, weil dann eben auch eventuell Keime eindringen könnten. Die Füße sind generell heikel. Also es gibt auch draußen Elefanten mit Fußproblemen in der freien Wildbahn. Und man möchte natürlich, dass die Zootiere absolut von der gesundheitlichen Seite her optimal gehalten werden. Das ist genau wie, dass unsere Tiere im Zoo natürlich alle keine Parasiten haben, während die draußen praktisch alle Parasiten haben. Und so wollen wir eben auch, dass unsere Elefanten gesunde Fußnägel haben und nicht irgendwelche Eiterherde da drin oder sowas. Über den neuesten Nachwuchs freuen sich bei Hagenbeck nicht nur die Tierpfleger. Man weiß auch, dass Elefantenbabys ein absoluter Publikumsrenner sind. Für einen privaten Tierpark, der ohne staatliche Subventionen auskommen muss, ein nicht unwesentliches Argument, um in die Elefantenzucht zu investieren. Anfangs der 90er Jahre wurden neue Gehege, wie zum Beispiel dieses Mutter-Kind-Gehege, gebaut. Heute hat man die größte Herde asiatischer Elefanten Europas und gilt als die erfolgreichste Zuchtstätte. Im Gegensatz zu den meisten anderen Zoos ist hier das Füttern der Elefanten erlaubt. Das Argument, auch in der freien Wildbahn sind die Tiere bis zu 18 Stunden am Tag mit der Futtersuche beschäftigt. So haben sie hier eine zusätzliche Abwechslung. Dies gilt auch für den erfolgreichen Zuchtbullen Hussein, der in einem separaten Gehege mit der Kuh Mala lebt. Eine absolute Rarität, denn Bullen können üblicherweise nur allein gehalten werden. Er mag sie, seitdem er hier gekommen ist, mit 15 Jahren, mag er diese Kuh. Das ist eine alte Kuh und die können wir dort hineinstellen, ob sie gerade heiß ist oder nicht. Das ist völlig egal. Er mag sie und vielleicht wird er auch da sein Druck los, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall kann sie da stehen, ohne dass er hier was tut. Beim Publikum mindestens genauso beliebt wie das Füttern der Elefanten sind die Schaufütterungen, zum Beispiel am Eismeer mit Dirk Stutzki. Hier so nach vorne. Guck mal, die Sonne geht auch auf. So, denn was wollt ihr alle? Was essen? Gut, dann fangen wir mal gleich an. So, das ist ja wohl. Da. Ja, wo bis zu ihrem Tod im Juni 03 mit dabei, Walrossweibchen Antje. Antje, mal los, komm, 9:45 Uhr. Das ehemalige NDR-Maskottchen war der absolute Publikumsliebling. So, dann komm mal raus da. Ja, das kann ja wohl nicht angehen hier. Hm? Wo warst du denn so lange? Hey, was machst du denn hier? Ach, das gibt's ja wohl bald. Jetzt ist Antje erstmal dran hier, komm her. Plopp. Noch ein. Gut. Siehst du, so, ach, guck mal hier, passt der da noch rein? Ja, sag mal hier, da ist doch. So, was haben wir denn noch? Auf vergnügliche Art Wissen vermitteln, den Besuchern ein spannendes Freizeitvergnügen bereiten. Das will man im Tierpark Hagenbeck. Der Pavianfelsen stammt übrigens auch noch aus der Gründerzeit. Möglichst auf der emotionalen Schiene sollen die Besucher abgeholt werden für ein Engagement für Tiere. Zum Beispiel für die Arterhaltung. Von diesen bedrohten Mähnenspringern aus Nordafrika. Zwar steht auch bei Hagenbeck das Tier im Mittelpunkt aller Aktivitäten, aber seit jeher hat man hier versucht, auch mit der wunderschönen Parkanlage Besucher anzuziehen. Schon immer war man aber auch fernen Ländern und Kulturen verbunden. Das alte Eingangsportal zeigt, was schon vor der Erbauung des Tierparks unabdingbar zu Hagenbeck gehörte. Die Völkerschauen. . 1910 wurde im Tierpark die erste Wildwest-Sioux-Show gezeigt. Für die Ägypten-Show gab es ein Café mit Souvenirs und der Möglichkeit, Wasserpfeife zu rauchen.
Die Investitionen in den Kulissenbau waren enorm. Neben Männern und Tieren, so hat man sehr bald gemerkt, waren auch Frauen, möglichst mit Kindern, gefragt. Über Exotisches hatte man bis anhin nur gelesen. Burmesisches Alltagsleben, Kunsthandwerk oder burmesischen Kampfsport, so etwas, das hatte man bis anhin nicht gesehen. Eigens für die Völkerschau nach Hamburg gebracht, tanzten damals Burmesinnen aus Burma. Heute sind es Thailänderinnen, die in Hamburg leben, welche an den fernöstlichen Sommernächten im Tierpark Hagenbeck tanzen. Thorsten Körmann spielt den indischen Maharaja. Neben den bereits legendären Dschungelnächten ziehen seit diesem Jahr auch die fernöstlichen Sommernächte bis zu 20.000 Besucher in den Tierpark. Alle Tierpfleger verwandeln sich im Kostümfundus in exotisch anmutende Wesen. Auch die Hamburger Chinesen leisten ihren Beitrag. Die am Zehennagel behandelte Elefantenkuh Mowgli schreitet reich dekoriert durch den Park, während die meisten anderen Tiere während der Darbietungen eingestallt sind. Fester Bestandteil jeder Abendveranstaltung ist auch die ARA-Show von Walter Wolters. Eine der häufigsten Fragen, die uns immer gestellt werden, ist, warum fliegen diese Vögel denn nicht weg? Sie haben doch jetzt die Möglichkeit, die große Freiheit war nicht auf ihnen. Dann sage ich immer, wenn Sie Ihre Kinder gut behandeln, dann laufen die ja auch nicht weg. Genau das Gleiche ist mit den Tieren hier. Die sind hier geboren, hier ist ihr Zuhause, hier gibt es Essen und Trinken. Und viel mehr möchte so ein Vogel auch gar nicht haben. Hast noch mal Lust? Die Startbahn ist frei? Ja, genau, prima. Natürlich läuft auch bei den Aras der Gehorsam über Leckerbissen. Das ist schwieriger, Frau ist eine Etage höher. 1, 2, 3. Vorsichtig, da drüben mit den Köpfen, sie fliegt immer sehr tief. Hüte und Perücken festhalten, die nimmt sie sonst gerne mal mit. Im Tierpark Hagenbeck steht die größte Ara-Voliere Europas. Aras fressen mit besonderer Vorliebe Nüsse. Daneben ernähren sie sich von Früchten. Und in der Paarungszeit auch von Insekten und deren Larven. Die Großzügigkeit dieser Anlage ist für Zoos etwas grundsätzlich Neues. Naja, man hat Papageien früher immer häufig nur pärchenweise gehalten, in einer relativ kleinen Voliere. Man hat gesagt, die vertragen sich nicht mit anderen Tieren. Das ist Quatsch, wie wir hier sehen. Wir machen das seit 3 Jahren und es geht wunderbar. Ganz so einfach war es für Walter Wolters nicht, seine Chefs von dem zu überzeugen, was er für seine Lieblingsvögel im Tierpark unbedingt haben wollte. Diese Voliere wollte ich haben, weil mein Traum immer war, Aras so zu zeigen, wie sie in Wirklichkeit leben. Sie leben im Familienverband und sie brauchen viel Platz zum Fliegen. Sehr wenig Platz haben bis heute die Orang-Utans. Ihre Platzverhältnisse sind eng, zu eng. Ursprünglich hatten wir hier die Scheibe dran. Ganz in Hagenbeckscher Tradition wird die neue Orang-Utan-Anlage eine Freiluftanlage sein. Im Rohbau gewesen, hat mich hier hingestellt, also 3,50 Meter ist schon. Ohne Gitter, in einer möglichst naturgetreuen Umgebung. Der Zuschauer wird sehr beengte Platzverhältnisse haben. Ganz einfach deshalb, weil die Affen 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag in diesem Gehege verbringen müssen. Und entsprechend groß muss es sein. Und der Zuschauer, der ja nur hierher kommt, um sich die Affen anzugucken, der muss eben bei starken Besuchertagen ein bisschen Gedränge in Kauf nehmen. Das Missverhältnis bei vielen Tierhausbauten, auch in der Neuzeit, ist einfach so, dass man gigantische Häuser baut und keinen Platz für die Tiere hat. Vor 5 Jahren hat man in ein neues Gehege für die Mandrills investiert.
Tony Kershaw kennt natürlich jedes der 17 Tiere ganz genau. Ganz besonders im Auge zu behalten gilt es bei jeder Fütterung durch den Türspalt die männlichen Tiere. Mandrills sind Bodenbewohner und beschaffen sich den Großteil ihrer Nahrung auch in der freien Natur vom Boden. Die zwei Frechdachse, welche versuchen, sich an den Kübel ranzumachen, sind übrigens immer dieselben. Kopf weg und runter. Komm, weg. Das nicht mehr, das war's. Was hier auf diesen Ast gestreut wird, ist Currypulver. Für die Löwen in der Löwengrube ist spätnachmittags noch eine Schleckrunde angesagt. Zwar variiert man mit den Gewürzen, aber mit Curry hat man bei den Löwen nicht nur bei Hagenbeck in Hamburg die besten Erfahrungen gemacht. Environmental Enrichment, Umweltbereicherung, ist auch für die Besucher attraktiv. Artspezifische Verhaltensweisen sollen damit gefördert werden. Und sie sollen hier Abwechslung für den Abend bringen. Eine halbe Stunde vor Schließung des Tierparks wird bei Hagenbeck geklingelt. Komm mal rein hier. Für Thomas Günther Zeichen, die kälteempfindlichen Giraffen reinzuholen. Die traditionelle Klingelrunde besorgt heute Jürgen Möller. Attraktive Futtertröge erleichtern selbstverständlich das Hereinholen der Tiere. Siehst du wohl, geh mal durch, Täne auch, komm, und Taribo gleich hinterher. Hallo, Juju, kommst du auch, Etosha? Komm, geh mal rein, das ist nicht so kalt in der Nacht, ne? Etosha, geh mal durch, komm. Große, ja, geh mal durch. Na, siehst du, wunderbar. Machen wir hier zu. Bei den Giraffen ist es heute ja ganz prima gelaufen. Jürgen Möller arbeitet seit 14 Jahren als Nachtwächter bei Hagenbeck. Angst davor, dass ihm und seinem Begleiter dabei zur nächtlicher Stunde plötzlich ein Raubtier begegnen könnte, hat er keine. Nein, nein, das ist alles gut gesichert. Ich kontrolliere das ja auch, wenn die Tierpfleger die Tiere reingeholt haben, kontrolliere ich auch, ob sie es alles ordentlich gemacht haben. Die machen das natürlich ordentlich, aber man ist nicht der liebe Gott. Ich kann auch mal einen Fehler machen. Und dafür bin ich da, aufzupassen, dass sie eben. Aber normalerweise passiert nichts. Sie haben das alles im Griff. Hier und da muss Jürgen Möller allerdings auch noch selber Tiere hereinholen, die, solange die Tierpfleger da waren, nicht in den Stall kommen wollten. Komm rein. Hallo, Branka, komm. Komm rein. Na komm. Komm her. Komm rein. So, feine. Na, geh mal. Komm. Komm rein. Komm her. Komm rein jetzt. Oft ist es gar nicht so einfach. Vor allem, wenn die Löwen wie heute Fasttag hatten und das Currypulver vielleicht noch nicht ganz aufgeschleckt ist. Nur lauf! Komm rein! Du komm! Gut gegangen. Licht aus und weiter. Beim Eismeer scheint alles in Ordnung.
ein Gute-Nacht-Gruß von Nora. Und weiter geht es Richtung Afrika-Panorama, bis der Kollege kommt, der Jürgen Möller bei seinen Kontrollgängen begleiten wird. Sie sahen Tag und Nacht im Tierpark Hagenbeck. Die Kassette dieser Sendung ist erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich oder per Fax 01 262 38 14 oder über Internet. Der Kinderzoo in Rapperswil, gleich in Swissmade. Einmal bei einem Elefantentraining dabei sein zu können, davon hat schon manches Kind geträumt. Bei Voranmeldung können Kinder und Jugendliche die Arbeit mit den beliebten Tieren in Knies Kinderzoo in Rapperswil mitverfolgen. Ausgebildet wird hier die kleine Sandri. Ihre Mutter ist viele Jahre lang im Zirkus Knie aufgetreten und sie war auch einmal auf einem kleinen Ausflug in Hamburg. Der Schweizer Nationalzirkus braucht guten Nachwuchs. Und so hat die kleine Sandri einen genetisch hochrangigen Vater aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Heute dreijährig hat sie schon viel gelernt. Sandri wird nächste Saison mit dem Zirkus auf Tournee gehen. Sie kann eigentlich alles, was sie braucht für den Zirkus. Das ganze ABC, sogar noch viel mehr. Elefantennummern haben bei Knie eine sehr lange Tradition. Und man hat nicht nur asiatische, sondern auch aggressivere, schwierigere afrikanische Elefanten vorgeführt. Tiernummern haben schon immer eine große Rolle gespielt. Und von jeher sind die jüngsten Mitglieder der Familie Knie in den Pferde- respektive Pony-Dressurnummern aufgetreten. Zweihundert Jahre alt ist das Schweizer Zirkusunternehmen heute. Tausende von Artisten und Tieren sind in Zehntausenden von Vorstellungen darin aufgetreten. Ein Zirkuswagen steht immer in Rapperswil, als Büro des Direktors. Zu den Gründen der Schaffung des Kinderzoos. All die Tiere, die im Zirkus für das Unternehmen gearbeitet haben, dass wir die nicht verkaufen oder abgeben mussten oder euthanisieren oder was auch immer, hat man dafür einen guten Platz gesucht, wo die Leute die Möglichkeit haben, den Kontakt zum Tier zu pflegen. Und so ist eigentlich vor 41 Jahren Knies Kinderzoo auf Initiative von Rolf und Freddy Senior entstanden. Ein richtiger Zirkusclown aber heißt jene willkommen, denen dieses Märchenreich von nun an gehören soll, die Kinder. Doch die laute Invasion scheint nicht überall willkommen. Kinder, die wollen wir uns näher ansehen. Die Kinder aber fühlen sich hier sofort heimisch. Einen so großzügigen Spielplatz haben sie noch nie gesehen. Im neuen Zoo von Rapperswil haben Groß und Klein Gelegenheit, die Tiere von ganz nahe zu sehen, ihre Eigenarten kennenzulernen und vor allem sie lieb zu gewinnen. Das Elefantenreiten gehört auch heute noch zu den beliebtesten Attraktionen in diesem Zoo, der sich zur Devise gesetzt hat, seine Besucher die Tiere möglichst hautnah erleben zu lassen. Rund 30 verschiedene Tierarten sind heute hier zu sehen. Wer sich rechtzeitig angemeldet hat, kann die Elefanten nicht nur im Zoo, sondern mit Andreas Wigger erleben. Zwischen dem afrikanischen und dem indischen Elefant. Zuerst ist eine kleine Fortbildung zu den Unterschieden von afrikanischen und asiatischen Elefanten angesagt. Größere Ohren aus der. Der Afrikaner hat die größeren Ohren aus der Inder, die wir hier haben. Was gibt es noch für Unterschied? Der Afrikaner hat die größeren Ohren und auch im Rücken unterscheiden sie sich. Indische Elefanten, so wie man sie hier in Rapperswil hat, haben einen schönen runden Rücken. So wie Sandri. Dass man der morgendlichen Dusche der Elefanten zuschauen darf, hat in Knies Kinderzoo Tradition.
Allerdings waren die Tierpfleger früher dabei anders gekleidet. Wer Glück hat, schafft es rechtzeitig zur Morgentoilette der Dickhäuter. Je mehr es spritzt und plätschert, desto wohler fühlen sich die Elefanten. Achtung, das Breitmaulnashorn soll bösartig sein. Doch mit dem striegelnden und streichelnden Wärter hat dieses furchteinflößende Superschwergewicht schon längst Frieden geschlossen. Zu den sommerlichen Vergnügen im Kinderzoo von Rapperswil gehört die lustige Seelöwenschau. Auch diese alte Tradition hat man im Kinderzoo wieder aufgenommen. Der Grund des Erfolgs: Tiere faszinieren, nicht nur Kinder. Das ist heute genauso wie früher.